Guten Abend, die Damen. Guten Abend, die Herren. Guten Abend, die Madeln. Servus, die Buben. Mit diesen Worten begrüßte und verabschiedete sich der einstige Publikumsliebling Heinz Konrads immer von seinem Publikum. Ihm zu Ehren gab es in der Komödie am Quai ein Galakonzert. Schau, es ist schon spät. Er hat ja 50 Jahre eine Generation geprägt. Er ist tief in meinem Herzen und ich glaube, er ist auch noch in vielen Herzen von den Österreichern. Also ich bin mit Konrads aufgewachsen. Das war jeden Sonntag im Radio, der war immer am Abend im Fernsehen und meine ganze Familie hat immer zugeschaut und demnach ich auch. Er war ein Mentor von Ihnen. Wie war er denn, wenn die Kamera abgedreht war? Wenn er jemanden mochte, war er sehr nett, aber wenn er jemanden nicht mochte, war er nicht sehr nett. Also denen hat er dann schon irgendwelche Fallen gestellt oder so. Heute machen die Künstler keine richtige Karriere mehr, weil damals, wie der Konrad seine Sonntagmorgensendung und am Samstagabend die Fernsehsendung gab, da wurden plötzlich die Stars geboren. Da sind ist der Thaler Botzer und alle, wie sie waren, von der Volksoper, von der Staatsoper, die sind bei ihm aufgetreten und waren, das war ein Flash und da waren sie bekannt. Es gibt niemanden, der auch nur im geringsten in seine Fußstapfen getreten ist oder der diese Wirkungsbreite erreicht hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn Sie krank wären, also baldige Besserung. Mit dem Konrads ist fast eine Welt zu Ende gegangen, die wirklich durch nichts ersetzt wurde. Ich komme wieder am nächsten Sonntag. Es ist soweit. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, die Madeln. Servus, die Buben.